Und schon ist der Viehstall fertig und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Doraemon, Friends of the Great Kingdom. Größer, stabiler und cooler als je zuvor. Was denkst du? Sieht toll aus. Oliver hat gesagt, dass er so groß wie nur möglich ist. Sieh ihn dir nur an. Das werde ich und sag Oliver Danke von mir. Yay! Gucken wir mal rein. Oh ja, das ist viel größer. Mary ist wieder hier. Warum denn diesmal? Hi, Nobita. Ich wollte deinen verkusserten Viehstall sehen. Riesig, oder? Jetzt passen mehr Tiere hinein. Und du kannst mehr Tierknospen verwenden. Ah, und noch viel mehr ist jetzt möglich. Hör mal gut zu. Was ist denn möglich? Der Stall hat jetzt eine Rufglocke. Eine Rufglocke? Ja, eine schicke neue Rufglocke direkt am Eingang. Sie ruft deine Tiere auf die Weide oder zurück in den Stall. Sehr zeitsparend. Oh, that's nice. Und du hast mehr Zeit, um sie zu versorgen. Sei lieb zu ihnen, okay. Geil. Jetzt können meine Tiere endlich mal raus. Ups, yay, cool. Toll. Ja, das ist gut. Hallo, guten Morgen, Nobita. Guten Morgen, Doraemon. Und da ist die Glocke. Warum gab es das nicht schon eher? Oh mein Gott. Okay, cool. Ihr dürft ab jetzt alle raus zum Spielen. Außer ihr seid Bakamo. Dann legt ihr hier und gebärt ein Kind. Und ja, genau. Zwei können jetzt auf einmal schwanger sein. Ganz toll. Also ist auf jeden Fall schon ein ganz schönes Upgrade. Also wir werden auf jeden Fall das Ding hier nicht voll machen. Also seid ihr wahnsinnig. Oh, stell dir mal vor, ne, wie viele Futtertröge das sind, wenn alles hier voll wäre. Das wäre ja Tierquälerei oder so. Zumindest wäre es sehr stressig. Ist okay. So, wo haben wir denn jetzt hier? Sorry, ich wollte gerade nur das, was auch immer das war, nachmachen. So, ihr süßen kleinen Pupsis, dann wünsche ich euch schon einen schönen Tag. Ach nee, warte mal, du musst ja geschoren werden, bestimmt. Oh ja, Sean slidet erstmal durch die Gegend. Yeah. Okay, wo ist denn jetzt der liebe Loomis? Weil ich glaube, wir haben jetzt diesen Punkt erreicht, an dem wir endlich die ganzen Maker, die ganzen Fertiger herstellen können. Oh mein Gott, das hat lange gedauert, Loomis. Sei ruhig, mach. Okay, was wollen wir denn? Wir machen erstmal... Oh, eigentlich am liebsten Flash. Direkt mal alles. Garnmacher, los geht's. Eigentlich alles. Ich weiß gar nicht, wo die dann stehen. Los! Loomis! Das ist unsere Folge, ich sag's euch. So, der Garnmacher ist fertig. Ich baue ihn später im Viehstall ein. Wow, danke! Wie funktioniert er? Schaf in der Packerwolle wird damit zu Garn. Gib Wolle hinein. Das Garn ist fertig. Das klingt einfach. Hochwertige Wolle ergibt besseres Garn. Probier's mal aus. Okay. We did it. Ach, das ist hier drin direkt. Für die Garnherstellung wird im Viehstall platziert. Die Qualität des Garns hängt von der verwendeten Wolle oder dem verwendeten Vlies ab. Nice. Das ist sehr gut. Ich bin begeistert. So, da muss ich gleich direkt nochmal Loomis auf den Sack gehen. Oh, ja. Ah ja? Ja. Was machen wir als nächstes? Käse oder Joghurt? Ich weiß es nicht. Am liebsten direkt alles. Die Frage ist, ob wir überhaupt alles machen können, ob ich genug Materialien da habe. Hi, Loomis. Macherbaum, bitte. Eigentlich egal, ne? Ja, Käse. Käse ist lecker. Ich mag Käse. Das wird wahrscheinlich immer dasselbe sein. Also, da wird uns immer das Gleiche erzählen. Also. Kann ich das nicht gleich überspringen? Ja, werden wir überspringen. Ja, wir wissen doch schon, was wir machen müssen. Naja, eine Maschine zur Käseherstellung wird im Viehstall platziert. Die Qualität des Käses hängt von der Milch ab. Okay. Und jetzt nochmal das Gleiche mit Joghurt bitte einmal, wenn wir überhaupt genug Material da haben. Ich hoffe es einfach mal. Und Doraemon denkt sich auch so, was macht der Junge da? Ich weiß es nicht, der Junge wird einfach krass sein. Ich bin krass, Junge. So, Shizuka aus dem Weg. Haben wir noch genug Material? Macher? Oh yes, Leute. Der Shit. Eyebrow, wiggle, wiggle, wiggle. So, ja, und das letzte Mal jetzt nochmal das Ganze. Habe ich eigentlich meine Kuh gemolken?
Ich kann mich nicht ganz schnell erinnern, gemolken zu haben. Habe ich gemolken? Ich weiß es nicht. Wir können es gleich mal testen. Dann muss ich nochmal in die Zitzchen ran. Gucken wir mal. Ja. Hi. Tatsächlich. Nicht gemolken. Nina, die Ungemolkene. Oh, auch schon gute Qualität. So, das könnte ich einfach random sagen. Jo, bitte einmal Käse. Fertig. Ha. Huh. Ha. Huh. So, und ich habe jetzt natürlich auch einige Aufgaben, die damit verbunden sind. Zum Beispiel andere. Sally möchte dreimal garnen. Und Dora Ehmann wollte doch auch irgendwie was haben. Ups. Alpaka-Garn. Hm, da haben wir auf jeden Fall einiges noch zu tun. Hallo, Dora Ehmann. Oh, ja, den Käse können wir da eigentlich auch noch gleich reinkleiden. Aber wir müssen uns auch... Ach, eine Sache am anderen erstmal, ne? So. Chickies. Um die muss ich mich natürlich auch noch kümmern. So. Wer will Leckerchen? Leckerchen, Leckerchen, Leckerchen und Leckerchen. Ja, ne, Frieda, du siehst ja ganz toll aus. Ja, 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 ja. Ich denke mal, ne, bin dann irgendwann, habt ihr noch irgendwie ein Ei hier von mir versteckt? Habe ich drei Eier bei mir? Ne, irgendwie, ach, da hinten. Ja, die Sache ist die, ne, ich hoffe, wir werden dann zum einen auch eine Glocke hier dran haben und zum anderen hoffe ich auch inständig, dass wir, ja, dann vielleicht auch nochmal andere Arten von Hühnern haben werden. Braune oder schwarze Hühner. Die Sache ist halt eben auch die, dass heute dieses Festival ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass aufgrund dessen heute keine Läden offen haben werden, wirklich. Und wir deswegen morgen erst shoppen können, beziehungsweise auch morgen, sofern sie offen haben, auch die nächste Erweiterung in Auftrag geben könnten. Wenn denn ich überhaupt genug Geld dafür habe. Und ich meine mit Geld Materialien, wobei Geld, wie viel Geld habe ich denn? Geld ist auch wichtig. Aber da weiß ich schon, wenn wir das vielleicht hinkriegen könnten. Ich habe ja jetzt ganz viel Wolle und Vlies. Und wenn ich das alles mal so ein bisschen hart jetzt weiterverarbeite und verkaufe, kriegen wir vielleicht ein bisschen hart was an Geld raus. Das wäre ganz gut. Schauen wir mal. So, ja, genau. Hier noch alles düngen. Eieiei. Ja. So. Hier noch. Und schon für den nächsten Herbst quasi. Das wäre vielleicht auch klug, wenn ich das Zeug aufhebe und immer schon eine Jahreszeit vorher anpflanze oder so, dass ich dann ganz viel habe. Das war, glaube ich, am effizientesten. Dauert ja immer so, ich weiß gerade gar nicht, 20 Tage. Dass ich immer 20 Tage vor der neuen Jahreszeit das anpflanze und den Rest dann langsam dann wegmache. Und das ist zwar nicht perfekt effizient, aber effizienter als das, was ich gerade tue. Ist nur so ein Gedanke. Ist nur so ein Gedanke. So. Ja. Aini, du bist der Beste. So, die werden wahrscheinlich schon alle auf dem Halligalli-Platz sein, denke ich mal. Ich habe jetzt gerade die Karte weggemacht. Ja, die sind gerade alle auf dem Weg dorthin. Okay. Ich gebe jetzt hier nochmal ein paar Leckerchen raus. Was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte bei den Hühnern nochmal gucken. Bei den Vögeln. Ah ja, was kriege ich heute? Wow, einmal ein normaler Gammeldünger. Dankeschön. Wow. Ja, ein paar Fossilien und so habe ich jetzt auch noch. Das kann ich ja jetzt auch erstmal wieder hier reinschmeißen. Ja. Hier. Ein paar, ja, wisst ihr schon, Metallrestscheiben und so. In der Hoffnung, dass ich dann irgendwann mir dann noch so ein Mini-Limbus bauen kann oder kaufen kann. Ihr wisst schon, ihr kennt, glaube ich, das ganze Spiel schon soweit ganz gut. Okay, wir gucken mal. Ne? Heute ist das Schatzsuchfest. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das ist immer das Beste. Ich weiß nur eines gewiss. Ich werde gewinnen. Ich sag's euch, wie es ist. Gut, und ich werde kurz... Ach, hier kann ich nicht snaggern. Also, pennen. Oh, ja, ja. Ich schlafe einfach mal bis um 10 oder so. Nickerchen. Oder bis 11, keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen ratzen.
bis dann alle endlich da sind. Und dann kann ich alle noch mal ein bisschen zuquaken mit meinen Belanglosigkeiten. Und dann werde ich diesen tollen Wettbewerb gewinnen. Ich muss ihn einfach gewinnen, weil Gründe. Wir machen heute eine Schatzsuche. Machst du mit? Warte mal, erstmal alle vollquaken. Hallo, guck mir, ist ja zufrieden mit dem diesjährigen Verstecken. Viel Glück. Sonst suche ich im Meer. Mal sehen, welche Schätze ich am Land so finde und so. Schatzsuche klingt lustig. Du wirst dich da draußen bestimmt gut schlagen. Ach, das haben wir heute eh schon genug zugequarkt. Ja. Oh, heute findet Schatzsuche statt. Ja klar, mache ich mit, Giant. Was für eine Frage. Hallo, Stereo. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Freundschaftspunkt zu Rhodey wieder auf die Kette. Aber das ist so ein bisschen, ne, Rhodey und ich. Endlich. Endlich. Piep. So. Oben geht's noch weiter. So. Alle zu quaken. Und die beiden brauche ich nicht. Die ignoriere ich einfach mal gepflegt. So, war's das schon? Schade, dass man nicht sehen kann, mit wem man schon alles geredet hat. Ja. Ah, Fortia. Das wird noch hart mit ihr. Und vor allen Dingen noch Oma Bosskopf und Lulu. Ja, ich muss Oma Bosskopf und Lulu ein bisschen mehr mal, ja, besuchen. Ha! Schauen wir mal. So, ich guck mal ganz kurz. Ja, okay. Gut, dann machen wir mal mit und sind die krassesten Leute. Ja, klar, mache ich mit. Steuerung. Bei der Schatzsuche musst du so viele Schatzknochen wie möglich im Schnee finden. Die vier Knochenarten, Gold, Silber, Kupfer und Weiß, geben dir unterschiedlich viele Punkte. Wenn du das hier drückst, um deine Hundepfeife zu blasen, hilft dir der Hund, den goldenen Knochen zu finden, indem er zu ihm läuft. Pfeife mehrfach in die Hundepfeife und dein treuer Begleiter führt dich noch näher heran. Du kannst mit deiner Hacke Löcher graben. Grabe überall, wo es Schatzknochen geben könnte. Finde den Goldknochen, um die nächste Runde dahin zu kommen. Finde so viele Knochen wie möglich, bevor die Zeit abläuft. Ich will erstmal üben. Ich check das gerade nicht. Ich bin so ein Übmensch, auch bei Mario Party oder so. Ich muss immer alles einmal so üben. Ich bin wieder unscharf, ne? Ja, Mensch, unscharf. Okay, alles klar. So, hier so. Wo denn? Da ist doch nichts. Sag mir, wo der Goldknochen ist. Da. Nee. Wo denn? Da ist gar kein Goldknochen, du Dödel. Da. Los, Kyoto. Eini meine ich natürlich. Das ist Eini. Und jetzt in echt. In echt. Das war keine gute Runde. So, los. Eini. Mache Eier. Wo, Eini? Wo denn? Hier? Da, sehr gut. Weiter. Runde 2. Los, Eini. Sag's mir. Show me the way. Where's the white way? Los. Ist das da richtig, Eini? Ich bezweifle das sehr stark. Hier irgendwo? Ich hoffe, du hast recht, Eini. Sonst werde ich böse. Los. Wo denn? Da ist doch nix. Wo ist denn der goldene Knochen? Hier ist kein goldener Knochen, Eini. Was machst du denn für Mist? Sag mir den goldenen Knochen. Wo denn? Hier? Da ist kein goldener Knochen. Doch, da. Los, Eini. Los. Jetzt lauf. Hier irgendwo. Hier? Du musst mir auch den Knochen zeigen, Eini. Das weißt du. Das war hart. Das war echt hart. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Leistung war. Vielleicht hätte ich einfach mehr pfeifen sollen. Pech gehabt, beim nächsten Mal läuft es besser. Sei nicht traurig. Alter, ich war richtig gut, Alter. Hat es jetzt nicht mal fürs Siegertreppchen gereicht? Ich war super. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man besser sein kann. Wahnsinn.
Oh Mann, was soll denn das? Das war jetzt schon. Wie viele Punkte muss man denn haben? Ich soll was tauschen? Nein, ich will einfach noch mit dir plaudern. Hallo. Njom, njom, njom. Hallo, Muka. Ich quatsche euch aber einfach noch gerne ein bisschen zu. Water. Kiwi. Hab ich noch irgendwas Tolles? Hier irgendwie ein Ei. Ist das okay? Oh, tada. Ja, wie aufmerksam. Vielen Dank, Nobita. Besuche mich unbedingt mal wieder. Irgendwie mag die mich nicht. Die ist nie da. Die ist doof. Ja, lief auf jeden Fall ziemlich kacke. Mal gucken, was jetzt mit Rhodey los ist. Rhodey, was ist los bei dir? Also wir wissen schon, was mit Rhodey los ist. Ich tue es mal so ein bisschen als ob, aber... Wisst ihr? Mal gucken. Wie genau wollen wir Rhodey davon abhalten, die Klinik zu verlassen? Wir brauchen schnell eine Idee. Nobita! Ja, bitte? Was ist denn, Shizuka? Hast du Rhodey irgendwo gesehen? Nein. Stimmt was nicht? Rhodey ist weg. Was? Er hat einen Abschiedsbrief in der Klinik hinterlassen. Was? Weißt du, wann er gegangen sein könnte? Ich habe ihn heute Morgen noch gesehen, also kann es nicht lange her sein. Er kann nicht weit weg sein. Gehen wir alle los und suchen ihn. Lasst ihn uns ihn suchen. Oh mein Gott, Rhodey. Du Rhodey. Nein, okay, Sally hat ihn nicht gesehen. Anscheinend. Hast du ihn gefunden? Nirgends zu sehen und Sally hat auch nichts gesehen. Oh, keine Sorge, Styria, wir finden ihn. Styria und ich suchen mal weiter in der Stadt. Kannst du dich woanders umschauen? Kein Problem. Vielleicht zur Richtung Ortsausgang? Hat er doch nicht schon die Stadt verlassen, oder? Hm. Oh Mann. Warte mal, ich habe ihn mal beim Mixmaxbach gesehen. Er geht doch so gern dort spazieren, hä? Ich sehe dort mal nach. Nur für alle Fälle. Ja, erstmal nachts an den Bach gehen. That's what we do. Rhodey! Rhodey! Ah, da bist du ja! Mensch, Rhodey! Was machst du da? Hey! Rhodey! Und er weint ja. Oh, Nobita. Verlässt du uns wirklich? Ich fürchte ja. Ich wollte gerade in die nächste Stadt aufbrechen. Ich bin nur hier, um einen letzten Blick auf diesen Ort zu werfen. Weil er dich an Styria erinnert? Ich freue mich auch. Wenn du mit Styria zusammen sein willst, solltest du hier bleiben. Komm schon, alle suchen nach dir. Ja, nicht, dass das eine Rolle spielt. Ich bin nicht gut genug für sie. Damit muss ich leben. Darum. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Der Grund, warum Styria gelernt hat, wie man die Hausarbeit und alles andere macht, war deinetwegen. Du denkst, du kennst sie besser als jeder andere. Du weißt, wie sie ist, wenn sie denkt, dass sie anderen zur Last fällt. Sie wollte nicht, dass du das Gefühl hast, dich um sie kümmern zu müssen. Sie wollte auch mit anpacken. Ach, du ahnst nicht, wie sie sich bemüht. Sie hat ewig gebraucht, um zu lernen, wie man Gemüse richtig schneidet. Das hat sie für dich gemacht. Und jetzt tust du so, als sei das ihre Schuld und lässt sie im Stich. Ich habe nie gesagt, dass es ihre Schuld ist. Und warum gehst du dann? Das ist... Warum kannst du nicht verstehen, dass sie sich genauso um dich bemüht, wie du es für sie tust? Sie hat sich so viel Mühe gegeben, um das zu schaffen. Und jetzt, nach all dem, lässt du sie ganz allein zurück. Aber warum wollte sie sich das antun? Es gibt nicht viel, was für Styria wichtiger ist als ihre Arbeit. Was? Was auch immer der Grund ist, es ist verständlich, dass sie möchte, dass ihr beide gleichberechtigt seid, oder? Ja, ist es. Ich meine, ich möchte ja dasselbe. Weißt du, sie wirklich, wenn du sie wirklich magst, dann bleib. Vertrau mir, sie braucht dich. Und wir beide wissen, dass du sie auch brauchst. Okay. Oh, du hast recht. Ich schätze, meine Unsicherheit hat mir im Weg gestanden. Ich sollte meine Entscheidung wohl wirklich überdenken. Es ist nur, ich wünschte mir, Styria sehe mich so, wie ich sie sehe. Ich bin gerne ihr Partner und helfe in der Klinik. Ich wünschte nur, wir wären mehr als das. Also. Rhodey! Rhodey!
Styria, geh nicht, bitte, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Rhodey, ich wollte mich einfach bessern. Ich wollte dich nicht wegstoßen, das verspreche ich. Und ich... Rhodey, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Richtig. Styria, mit der Zeit habe ich erkannt, dass mich nichts glücklicher macht, als mich um dich kümmern zu können. Dich zu unterstützen und in der Klinik zu arbeiten, reichte mir völlig aus. Ach, als du anfingst, Aufgaben zu erledigen, die ich normalerweise übernehme, hat mich das verunsichert. Ich dachte, du brauchst mich nicht mehr. Oder dass du mich nie, vielleicht nie gebraucht hast. Aber ich lag falsch. Und ich danke Nobita, dass er mir das gezeigt hat. Rhodey. Nobita kam zu mir und meinte, ich würde einen Fehler machen. Er hatte recht. Tut mir leid, dass ich gehen wollte. Und wenn ich darf, dann bleibe ich gerne bei dir. Als dein Assistent. Aber auch weil... Ich liebe dich, Styria. Ich kenne niemanden, der sich so sehr um Menschen kümmert wie du. Ich liebe dein Engagement. Und wenn ich meine Tage damit verbringen könnte, dich zu unterstützen, wäre ich überglücklich. Was ich sagen will, ich würde gern mein Leben an deiner Seite verbringen. Aber wenn du das anders siehst... Rhodey! Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als auch den Rest meines Lebens an seiner Seite zu verbringen. Obwohl in der Klinik, als auch, sowohl in der Klinik als auch sonst. Also, machen wir es? Ja, ja, ich denke schon. Toll, dass das geklärt ist. Ja. Glückwunsch, das ist auch aufregend. Wie schön es alles geklappt hat. Eine Zeit lang habe ich mir echt Sorgen gemacht. Tut mir leid für all die Umstände. Ja, nein, wir können euch gar nicht genug danken. Nicht dafür. Vermutlich haben wir auch einen Teil zu diesem Schlamassel beigetragen. Aber es ist so schön, dass ihr endlich eure Gefühle offenbart habt. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Ein Häschen. Ein Häschen, das mir höchstwahrscheinlich kein Brokkoli geben wird. Sondern einen Chinakohl. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Wer tut das so einen blöden Chinakohl? Ich will Brokkoli. Gib mir den guten Shit. Stimmt's, Aibo? Oh ja, oh ja. Genau. Oh ja, oh ja. Aibo hat's verstanden. Stimmt's, Yoshi? So, meine Energie ist allerdings noch ziemlich voll. Deswegen würde ich mal so vorschlagen, ich entleere sie, indem ich einfach mal ganz kurz wieder, ihr wisst schon, da in diesen einen Ort gehe, wo man mit Dingen auf anderen Dingen draufschlägt und eventuell Metallreste bekommt, das was ganz gut wäre. Wir gucken einfach mal. Los geht's, ey, Schaumstoff, die Gegend. Ich habe einen Baustein, wie aufregend. Und noch einen. Okay. Gut, dann werde ich hier mal noch ein bisschen um mich herumschlagen und wir sehen uns einfach dann mal in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Yume Let's Play Story of Seasons, Doraemon, Friends of the Great Kingdom. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und endlich haben Rhodey und Dr. Styria zueinander gefunden. Ist das eigentlich, warte mal, gibt es da noch irgendeine Aufgabe oder sowas? Das haben wir jetzt durchgespielt, Sally. Ja, zum Krämerladen, Styria, haben wir jetzt, glaube ich, auch durch. Okay, gibt es noch mal eine Rhodey-Line? Nee, halt, die haben zusammengehört, die beiden. Krass, wir haben sie durchgespielt. Cool. Gut, dann ciao.